Das große Zittern hat begonnen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Ja, heute etwas Entspannung, heute etwas Ruhe, aber ob das so bleibt, das hängt von zwei Ergebnissen ab, von zwei Ereignissen ab, die unmittelbar bevorstehen, aber dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig war und das startet in Indien. Dort hat die Zentralbank den Leitzins erhöht, ein Signal an das ausländische Kapital, dass man sich hier gegen Kapitalabflüsse stemmen wird, unterstützt eben auch durch das, was in China passiert ist, dort die chinesische Bank ICBC, die einen notleidenden Trust hat retten lassen durch die Zentralregierung. Man ist bereit, hier Anleger mit der gleichen Summe auszuzahlen, die sie angelegt hatten. Das war ein wichtiges Signal, sonst wären die Dinge in China möglicherweise aus dem Ruder gelaufen. Dann hatten wir Daten aus den USA. Zunächst mal grottenschlecht, die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter. Sehr schwach mit minus 4,3%, da war eigentlich ein Plus von 1,5% erwartet und auffällig mal wieder die schwache Komponente Computer, hier ein Rückgang von 7,8%. Hier ist die klassische Computerindustrie ist wirklich im Niedergang begriffen. Dann die Verbraucherstimmung allerdings besser als erwartet mit 80,7, 77,6 nur erwartet. Das hat dann die Stimmung nochmal angehoben, nachdem man doch eher schockiert war über die schwachen Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter. Aber das Zentrale, auf das es jetzt ankommt, das ist die Sitzung oder das Ergebnis der türkischen Zentralbank heute um 23 Uhr. Wird zumindest das Ergebnis verkündet. Hier erwartet man eine Zinsanhebung, mindestens 1%. Das ist das Mindeste, was der Markt erwartet. Wenn die türkische Regierung oder die Zentralbank hier nicht handelt, dann sieht es finster aus. Auf der anderen Seite bringt sie aber die hochverschuldeten türkischen Konsumenten in die Bredouille, auch Unternehmen, die verschuldet sind, wenn sie den Leitzins anheben. Und dann natürlich morgen die FED-Entscheidung, 20 Uhr. Die Sitzung hat ja heute schon begonnen, aber morgen das Ergebnis. Die FED müsste eigentlich angesichts der Wirtschaftsdaten das Tapering fortsetzen, weitere 10 Milliarden Euro, Dollar reduzieren. Aber möglicherweise wird sie sagen, angesichts der Situation werden wir das vielleicht besser unterlassen. Das ist die Gretchenfrage, die sich stellen wird. Wenn sie tapern wird weiter, wenn sie weitere 10 Milliarden Dollar aus dem Markt nimmt, dann könnte das die Unruhe an den Schwellenländernmärkten wieder entfachen. Schauen wir uns mal hier nochmal die Seite www.finanzmarktwelt.de an. Da kommen solche News brandaktuell rein, aber es gibt eben auch Hintergründe, die von großem Interesse sind. Zum Beispiel heute die EZB und der Ankauf von Krediten. Mario Draghi hatte ja gesagt in einem Interview mit der NZZ, dass man verbriefte Kredite kaufen möchte. Und das wird natürlich dazu führen, dass stellt der Autor Johansson ganz klar, dass die Banken natürlich ihre schlechten Kredite der EZB anbieten werden, nicht die guten, das ist völlig klar. Damit würde sich die Bilanz der EZB leicht verschlechtern. Auch heute noch sehr interessant, Apple vor Abverkauf, die Analyse von Robert Schröder nach den gestern sehr negativ aufgenommenen Zahlen, prognostiziert Schröder mittelfristig ein Kursziel von 300 Dollar. Aber gehen wir mal in die Charts rein, die hier heute tagesaktuell sind. Da sind wir schon bei der Apple, aber wir wollten eigentlich mit dem DAX beginnen, der sich jetzt ein bisschen erholt, 9.446 auf X-DAX-Basis. Hier ist das Schlimmste, zumindest charttechnisch erstmal überwunden. Ist das jetzt nur ein Sturm im Wasserglas gewesen, wie Volker Hellmeier, mein allerbester Freund von der Bremer Landesbank, meint? Das ist die Frage, die sich hier stellen wird, werden wir sehen. Schauen wir uns mal den Dow an. 15.902 Punkte, da ist eine klare Seitwärtsbewegung erkennbar, da tut sich nicht so wahnsinnig viel. Auch beim Euro-Dollar ist die Richtung nicht so ganz klar. Heute Morgen oder Vormittag, da ging es nach unten, jetzt erholt sich der Markt etwa hier in dieser Zone 1,3660, über die 1,37 können wir nicht. Unter die 1,3630 wollen wir nicht, noch unklar, wo die Gemeinschaftswährung hier hinlaufen wird. Dann das Gold, immer ein Blick wert, 1251, hier geht es so Stück für Stück bergab in den letzten Tagen. Gold ja durchaus für viele ein Krisenmetall, ob das wirklich so der Fall ist, haben wir auf Finanzmarktwelt mal analysiert. Hier auf jeden Fall leichte Schwäche im Gold. Dann hier der Dollar-Yen, immer wieder von uns gerne hier gebracht als Krisenbarometer, 102,85, konnten uns hier so Stück für Stück erholen, sind mal über die 103 geschossen, konnten das Niveau nicht halten, insbesondere aufgrund der schwachen Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, aber kommen hier knapp unter der 103, können wir uns behaupten. Dann hier Dollar zur türkischen Lira, ein Währungspaar, das man früher nicht unbedingt immer auf der Tagesordnung hatte. Jetzt ist das der Fall hier, die Ankündigung der Zentralbank eben heute um 23 Uhr, eine Mitteilung zu machen. Das hat die türkische Lira wieder
etwas aufatmen lassen. Hier der Dollar fällt dann zur türkischen Lira auf jetzt 2,26, kommen von knapp 2,39. Doch ein ziemlich dramatischer Verfall, aber heute muss die Notenbank eben liefern. Und dann noch der US-Dollar, Canadian-Dollar, der kanadische Dollar massiv unter Druck. Die Kanadier haben eben das nicht gemacht, was die Indier gemacht haben, nicht den Leitzins erhöht und leiden jetzt eben wie viele andere Länder auch, Schwellenländer auch, eben an einer sehr stark nachlassenden Währung. Wir sehen hier von 106 auf 116 seit Anfang Januar. Abschließend dann eben die angekündigte Apple, da ist sie, und wir sehen hier dieses Gap nach unten von über 550 kommt aktuell 509. Ja, das könnte auch anderen Aktien passieren, aber die Frage ist das jetzt nur ein Sturm im Wasserglas gewesen oder ist es ein Riss im System, wie wir gestern getitelt haben? Das muss sich noch erweisen. Das werden diese zwei entscheidenden Ereignisse werden hier Klarheit bringen. Ihnen erstmal einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.